Rauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zurück zu Two Point Hospital. Ich habe mir ein bisschen überlegt, was wir spielen, und ich habe mich für das Hotel Underlook entschieden, denn zurzeit ist es gerade sehr warm und das hier sieht sehr schön kalt und verschneit aus. Und außerdem dachte ich mir, bevor wir jetzt irgendwie ein Krankenhaus nehmen, wo ich noch die Temperatur senken muss, weil es zu heiß ist, bleibe ich lieber bei dem, was ich kenne und woran ich denke mit den Heizungen. Leiten Sie die medizinische Anlage dieses von Unglücken geplagten Urlaubsortes. Ich bin gespannt und ihr hoffentlich auch. Hotel Underlook. Da sollten ja eigentlich nicht so viele Leute sein, hoffe ich. So, dann schauen wir mal. Hotel Underlook. Willkommen in Underlook. Das Hotel wird von Pech und schlechter Verwaltung geplagt, was zu häufigen Unfällen, Krankheitsausbrüchen und unzufriedenen Gästen führt. Da der Eigentümer von miesen Bewertungen und schwindenden Profiten die Nase voll hat, wurde nun ein medizinisches Notbudget bereitgestellt, um den Ruf des Hotels zu retten und weitere Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden. Ihnen wurde angeboten, die brandneue medizinische Einrichtung des Hotels zu leiten. Anstatt für die Behandlung von Patienten bezahlt zu werden, erhalten sie Geld für die Erfüllung von Zielen, die das Hotel festlegt, sowie einen monatlichen Leistungsbonus, der sich nach ihrem Erfolg bei der Behandlung von Gästen richtet. In den ersten 3 Monaten werden alle laufenden Kosten von ihrem monatlichen Bonus abgedeckt. Da sie Teil des Hotels sind, werden sie alle negativen Medizinberichte für das Hotel auch auf, werden sich alle negativen Medienberichte für das Hotel auch auf sie auswirken. Vielleicht ist es an der Zeit, in Marketing zu investieren. Okay, das ist neu. Die Kirrenköter. Wir sollten mit Patienten rechnen, die an Hundeelend leiden. Diese Krankheit tritt in dieser Gegend recht häufig auf, doch leider haben wir noch keine Möglichkeit zur Behandlung. Die Bigfoot-Stiftung, wir sind also im DLC angekommen, will in etwas Ausrüstung für uns investieren, sobald das erste Krankenhaus gut läuft. Okay. Instandhaltungsdurchsage. Toiletten müssen regelmäßig gewartet werden. Schließen Sie eine allgemeine Marketingkampagne ab und heile 3 Patienten. Okay, wir müssen jetzt erstmal ganz kurz das Krankenhaus hier anschauen. Wie sieht das? Ist nicht sehr groß. Wir können es aber erweitern. Da ist ein Grundstück und hier 2 Grundstücke bisher. Das nicht. 3. Okay, wir können es um 4 Grundstücke noch erweitern. Da ist ein Skilift. Aber erstmal sollte das hier gehen. Hier hinten können wir nett anbauen. Wir haben hier einen Allgemeinmediziner. Das sieht definitiv besser aus, als wenn ich das einrichte. Wie viele Sterne hat das Ding? Ah, 3. Das ist auch nicht so viel. Das ist das Marketing. Das heißt, da können wir direkt investieren. Hier haben wir eine recht kleine, aber ja, doch aber schön organisierte Frakturstation. Toiletten. Ja, kann man so lassen. Stufe 2 ist jetzt nicht so hoch. Da haben wir eine Apotheke und eine... Ja, das reicht für den Anfang erstmal. Was habe ich denn an Personal? Das ist, glaube ich, zum ersten Mal, dass wir jetzt so ein halb laufendes Krankenhaus schon haben. Mhm, wir haben einen Arzt, 2 Pfleger, die nichts wirklich können. Aha, und einen Hausmeister, der auch überhaupt nichts kann. Das ist aber schön. Alle so mittelmäßig zufrieden. Okay, okay, ja, ja. Abfall entfernen kann er. Was er nicht kann, das ist upgraden und Geister. Wir hoffen einfach mal, dass niemand sterben wird und wir sollen eine kleine Marketingkampagne starten. Da würde ich doch mal gerade sagen, habe ich denn jemanden, der hier im Marketing arbeiten könnte? Wo war das nochmals? Achso, das war hier, genau. Okay, eine allgemeine Kampagne. Dann machen wir doch einfach mal die kleine, würde ich sagen. Und 3 Patienten heilen. Was haben wir hier? Der Ellbogen, also die neue Krankheit Ellbogenqual entdeckt. Der Ellbogen ist wie ein Spiegel zersprungen. Wie unheimlich. Wir werden den Patienten sofort zur Behandlung auf die Frakturstation schicken. Okay. Und dann Schenkel ohne Knochen. Der Oberschenkel wurde entbeint und ist weich und galertartig. Wie eklig. Die Schenkelknochen müssen nachwachsen und auf der Frakturstation gerichtet werden. Okay. Sollten wir hinbekommen. Würde ich mal behaupten. Wir können aber mal gucken, ob wir nicht neue Ärzte einstellen. Das hier wäre ganz gut für die Forschung. Das werden wir früher oder später brauchen. Außerdem ganz gut für die allgemeine, hygienisch, aber hungerlaunig. Naja. Streitet gern. Ich würde... Ja, eigentlich würde ich gerne Lucille Funkel einstellen. Theoretisch sollte ich sie einstellen. Sie ist zwar ein Schmutzfink, aber... Ja, wir haben ein bisschen Geld.
Okay, wir stellen mal sie hier ein. Wo ist meine... Da ist meine kleine Frakturstation. Ich würde hier gerne noch zwei zusätzliche Leute einstellen. Nein, Personal bitte. Nämlich zusätzlich noch... Warte, ich bin nicht beim Einstellen. Ich bin... Hier bin ich. Sie würde ich eben auch ganz gerne noch einstellen. Bitteschön. Dann hätte ich gerne ihn, weil er... Ach nee, warte. Schmutzfink und Reiz war... Nein, machen wir nicht. Ein Assistent fürs Marketing wäre nicht schlecht. Fester Händedruck, die klingt ganz gut. Die können wir hier im Marketing auch arbeiten lassen. Und dann würde ich gerne noch einen weiteren Arzt einstellen. Streitet gern und sie ist hungerlaunig, aber hygienisch. Dann würde ich aber sie einstellen, weil wir sie nachher auch in die Forschung schicken können. Okay. Wir haben hier übrigens kein Pausenzimmer für unsere Ärzte. Das würde ich eventuell hier daneben hinbauen, dass wir da so ein kleines... Ich baue das mal direkt, ne? Ein Pausenzimmer. Ich versuche mich mal so ein bisschen an die Ästhetik von hier zu halten. So, und dann machen wir einfach... das hier. Ja, das müsste dann eigentlich reichen. Dann könnte ich den Eingang hier... Ich weiß noch nicht genau, wo darf ich denn die Tür platzieren? Die darf ich nicht hier machen. Und ich... Ach doch, hier geht's. Perfekt. Dann machen wir hier die Tür hin. Außerdem stellen wir hier hinten rein ein schönes gemütliches Sofa. Ein kleiner Retro-Sessel hier in die Ecke. Ich hätte ihn eigentlich lieber schräg statt. Ich kann die Sachen hier gar nicht schräg hinstellen, oder? Na gut. Dann kommt das Dreieckstischchen da hinten in die Ecke hin, bitte. Außerdem ein kleiner Retro-Fernseher, wenn es geht. Des Weiteren hätte ich liebend gerne einen... oh Gott, wo stellen wir das am besten hin? Machen wir es mal hier. Ein Feuerlöscher würde ich mir gerne aufstellen. Wir müssen auch gleich gucken, wie es mit der Temperatur hier drin ist. Vielleicht ist es ja allgemein, ich weiß nicht, wärmer, kälter als sonst wo. Ich hätte gerne, dass meine Leute hier drin eine Kaffeemaschine haben, damit sie ein bisschen wach bleiben. Ein Bücherregal schadet sich ja auch nicht. Und ich hätte dann gerne noch so einen Unterhaltungsschrank. So. Das ist, glaube ich, ganz okay. Immer stellen wir bei unserem Krankenhaus, damit es ein bisschen netter wird, wenn man reinkommt. Ist eigentlich schon sehr schön hier gestaltet, muss ich sagen. So. Nein, nicht abbrechen, sondern bestätigen bitte. Dann hätte ich jetzt ganz gerne die Info über die Temperatur. Das Zimmer wird zu kalt sein, nehme ich an. Jawohl. Das können wir aber ändern, indem wir jetzt einfach noch einen großen Heizkörper hier irgendwo reinstellen. Vielleicht hier hinten in die Ecke. Da sollte der nicht allzu sehr stören. Okay. Dann ist alles Wichtige da. Toiletten, Pausenzimmer. Okay. Gucken wir doch erstmal, wie es läuft. Wir müssen auf jeden Fall die Aufgaben erledigen. Leistungsbonus, Heilungsrate. Laufende Kosten übernommen 100%. Beginn des nächsten Auswertungszeitraums April. Heilungsrate 0 von 0. Ich hoffe ja, dass wir das gut hinbekommen. Wir müssen auch ein Weiterbildungszimmer dann bald bauen und solche Sachen. Wir gucken uns das aber erstmal an. Was ist das? Neuigkeiten von der Hotelverwaltung. Das Hotel hat uns ein Ziel gesetzt. Sollten wir dieses erfüllen, erhalten wir eine Finanzspritze. Herausforderung heile 5 Patienten. Ich hoffe doch sehr, dass wir das hinbekommen. Es wäre zumindest sehr schön. Theoretisch haben wir genug Pfleger, die hier arbeiten. Das heißt, die Leute sollten versorgt werden. Manchmal langweilen sich unsere Ärzte ein bisschen, aber das ist auch okay. Ja. Ich bin gerade echt noch gespannt, wie das laufen wird. Also hier hinten, hier können wir theoretisch noch kleine Räume anbringen.
Eventuell, wobei ich das vielleicht lassen sollte. Okay, eine Portion. Wir bitten den Patienten mal zu warten. Wir müssen ja heilen. Und dann würde ich eine Station bauen. Ich würde hier hinten gerne irgendwie nochmal so eine... Ich baue erstmal nur eine kleine Station, ne? Das muss erstmal reichen. Dann bauen wir einfach mal so ein bisschen kreativ hier hinten in die Ecke. Wir gucken gleich, ob wir das größer machen. Ich muss es größer machen, auf jeden Fall. Aber wie viel größer sehen wir dann, wenn wir anfangen, die Betten zu platzieren? Das hier ist jetzt wirklich mehr so gerade groß genug, dass wir... Oh Gott, mein Headset rutscht. So, besser. Gerade groß genug, dass wir hier vielleicht ein, zwei Betten reinbekommen. Und das ist noch ein bisschen wenig. Ich würde hier gerne noch eine Umkleide dazu stellen, eine zweite. Und dann erweitern wir das Ganze mal mindestens noch um... Um diesen hier. Vielleicht können wir es ja tatsächlich mal so machen, dass wir uns daran orientieren. Nein, möchte ich nicht abbrechen, aber ich würde ganz gerne die Türe hierhin verschieben. Und dann den Schreibtisch am Eingang hierhin. Die zwei Umkleiden und jetzt stellen wir hier ein paar Betten dazu. Das ist genau gegenüber. Wunderbar. Dann ist das gar nicht mal so schlecht. Dann können wir hier einfach so ein paar Spinde hinstellen. So, das ist ein bisschen nicht ideal, aber das macht nichts. Außerdem kommt hier noch ein Aktenschrank vielleicht hin. Die Waage, die könnten wir vielleicht hier hinter die Türe stellen. Geht das? Jawohl. Sehr schön. Ein Abfalleimer, der darf hier... Oh Gott, der passt hier gar nicht mehr. Der darf hier hinten hin. Der passt da nicht hin. In dem Fall darf er hier in die Ecke. Und das war's erstmal. Sehr schön. Dann haben wir jetzt eine Station. Und der Betrieb kann weitergehen. Sozusagen ein Hotel und eine Klinik in einem. Ich bin sehr gespannt. Wir werden auch noch einen weiteren Hausmeister brauchen. Eine Krankenpflege wird auf der Station benötigt. Neue Krankheit. Unsere Ärzte haben eine neue Krankheit entdeckt. Stereotyp. Unterhaltsame Beschallung aus zwei Richtungen führt zu oberflächlichem und klischeehaftem Verhalten. Zur Behandlung führt Surround Sound mit mindestens 5 Kanälen empfohlen und Individualität zu fördern. Wir werden den Patienten sofort zur Behandlung in die Apotheke schicken. Das finde ich gut. Dann mach das doch mal. In der Apotheke arbeitet gerade keiner. Kann ich denn jemanden einstellen? Ein Tag charmant hält das Leben für eine romantische Komödie. Lustig, aber übelerregend. Ich würde, glaube ich, unseren Pflegeschüler noch einstellen. Einfach damit wir noch jemanden haben, müssen halt wirklich noch Patienten heilen. Wir haben hier keine Zeit, aber wir haben momentan halt auch wirklich keine Ausgaben. Unsere Ausgaben werden gedeckt. Okay, wir haben einen Patienten geheilt. Das ist sehr schön. Heilungsrate 1 von 1. Jetzt hoffe ich, dass er hier auch geheilt wird. Die mit Stereotypen. Ich weiß zwar nicht, wie die Apotheke dabei helfen kann. Gibt es jetzt Dolby Surround Sound Pillen? Bin sehr gespannt. Okay, sie ist aber auch geheilt. Das ist super. Was mir auf jeden Fall auffällt, ich mag auf jeden Fall, wie unser Krankenhaus aussieht. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Also ich finde unser Krankenhaus tatsächlich ziemlich hübsch. Ne? Also wenn ihr mal guckt, hier so. Das hat schon was hier mit dem Schnee und allem. Ja, ist ganz hübsch. Krankenpflege zur allgemeinen Diagnose, bitte. Okay. Drei Patienten geheilt und das Hotelziel sind noch zwei weitere. Also bisher sieht es gut aus. Wir haben alles geschafft. Jetzt gucken wir mal, ob wir das mit den anderen Patienten auch noch hinbekommen. Die allgemeine Kampagne, da wird sich auch drum gekümmert, nicht wahr? Ja, 2 von 3 Monaten, sehr gut. Das heißt, wir sollten unsere erste kleine Hürde praktisch schon fast geschafft haben.
noch ein bisschen Angst, was da in den ganzen anderen Räumlichkeiten abgeht. Hier Patientengehalt, das ist gut. Ich bin auch immer so ein bisschen traumatisiert von Flemington und unseren Glocken des Todes. Oh oh. Das war eigentlich geheilt. Ich hab's genau gehört. Wo? Da ist jemand nicht geheilt. Zungenbruch, Behandlung fehlgeschlagen. Weil die Personalkompetenz einfach nicht da ist. Mist. Okay, aber wir haben 5 Patienten geheilt. 5 von 6 ist die Heilungsrate. Das ist super schon mal. Vergesst nicht, heute ist Quiznacht im öligen Kormoran in Hogsport. Ich und mein Team werden da sein, nur falsche Antworten geben und uns richtig gut amüsieren. Alles gut. Ich bräuchte hierfür, glaube ich, noch jemanden. Was haben wir da? Neue Krankheit entdeckt, Gesichtspalme. Die Gesichtspalme, wer kennt sie nicht? Unsere Ärzte haben eine neue Krankheit entdeckt, Gesichtspalme. Übermäßiger Frust über die Dummheit anderer zeigt sich durch palmenförmige Auswüchse im Gesicht des Patienten. Wir werden den Patienten sofort zur Behandlung in die Apotheke schicken. Finde ich gut. Was haben wir da? Gesichtspalme? Habe ich das nicht angenommen gerade? Neuigkeiten von der Hotelverwaltung. Das Hotel hat uns ein Ziel gesetzt. Sollten wir dieses Ziel erfüllen? Gieße 5 Pflanzen. Und das kriegen wir garantiert. Was ist denn das hier, bitte? Ja, hallo, wer bist du denn? Du bist ein Hund. Okay, könnten wir dich bitte Pflanze gießen? Das wäre ganz wunderschön. 2 Pflanzen gießen. Haben wir überhaupt 5 Pflanzen hier? Wir haben hier 5 Pflanzen. 3. Wir kriegen das auf jeden Fall hin. 4. Jetzt brauchen wir noch eine letzte Pflanze irgendwo. Aber das sollten wir tatsächlich hinbekommen. Die Aufgaben. Beachten Sie mich gar nicht. Ich spreche nur gerne in ein Mikrofon. Das ist aber schön, dass die Dame gerne in ein Mikrofon spricht. Ich mache nochmal ganz kurz Pause, weil wir, glaube ich, mehr gute Leute brauchen. Mhm, gute Leute. Positiv gibt sich Mühe, trotzdem trotzig. Hat das irgendwelche Auswirkungen? Nein, ist nun zufriedener als der Durchschnitt. Ja, wir haben kein Personal, das ausgebildet ist. Reizbar, Klassenclown, rachelüstig. Mhm. Die wäre eine Option. Lustig, hält das dem... Ja, das ist schön. Streitet gern. Ne. Hat Potenzial, stellt aus Versehen mit fremden Augenkontakt her. Also ihn hätte ich ganz gerne. Hat mal den Stuhl der Talent... in der Schule den Talentwettbewerb gewonnen. Ich habe so ein bisschen Angst, wenn ich hier zu viele... Will mehr Geld. Ja, du schon mal nicht. Motiviert, aber dumm. Grüner Daumen, aber garstig. Mädchen von nebenan. Dann stellen wir doch sie vielleicht ein. Außerdem würde ich gerne noch von den Ärzten tatsächlich Clementine einstellen. Für den Fall, dass wir sie mal brauchen können und eventuell sie. Da ist überhaupt nichts Negatives dran. Bei den Krankenpflegern würde ich Kleid nehmen. Und einfach nicht Polly, weil Schmutzfink. Die kann man wegschicken. Assistenten brauchen wir auch nicht. Hausmeister hat Potenzial, ja. Junge von nebenan. Okay. Ja, wir haben jetzt erstmal eingestellt. Aber ich hoffe einfach mit ausreichend Personal... Ich hoffe einfach, dass wir es mit ausreichend Personal getreten, nachdem alle Bücher der medizinischen Bibliothek aus Einsparungsgründen versteigert worden sind. Hoffen wir, dass unsere zukünftigen Ärzte vorher noch schnell alles gelernt haben, was nötig ist. Okay, also Mark Weber müsste unser Krankenpfleger sein. Der darf tatsächlich nur auf der Station oder der Frakturstation arbeiten. Überall sonst möchte ich den nicht haben. Bei denen ist es eigentlich relativ egal. Hier auch bitte. Nur, ich tick gleich die richtigen Sachen wieder an. Station. Frakturstation und dann später Spritzenhaus. Hier darf jemand in der Apotheke arbeiten. Doch in der Allgemeindiagnose ist auch okay. Kardiologie vielleicht nicht. Ja, so vielleicht. Wir könnten dafür sorgen, dass der Rest sich um die anderen Sachen kümmert, wo wir jetzt noch niemand Spezielles haben.
jeden Fall bitte nicht auf der Station, nicht auf der Frakturstation, nicht im Spritzenhaus. Dann machen wir es einfach so. Dann müssten wir eigentlich für unser... Für unsere Apotheke müssten wir dann immer Betty haben. Und ich denke, so sollte das erstmal gehen. Bei den Ärzten... Naja. Bei den Ärzten gezwungenermaßen ebenso, wie sich's verteilt, ne? Also, los geht's. Es darf weitergehen. Noch eine Pflanze muss gegossen werden, aber das sollte nicht das Problem sein. Wir haben noch einen Hausmeister mehr. Und dann sollten wir das haben. Heilungsrate 7 von 8, das ist super. Das wird mich jetzt ewig verfolgen, dass es hier tatsächlich in Zahlen angezeigt wird, dass mir ein Patient schon nicht geheilt werden konnte. Warteschlange einer. Aha. Die Kirin Köter. Nachdem das Krankenhaus jetzt gut läuft, hat die Bigfoot-Stiftung Technologie zur Behandlung von Hundeelendpatienten erworben und unsere Organisation gespendet. Das heißt, ich sollte das jetzt wohl bauen, nicht wahr? Ein Zimmer für Patienten, die an Hundeelend leiden. Bilde zwei Krankenpfleger aus. Okay. Moment, da müssen wir jetzt aber erstmal zwei Dinge bauen. Wir brauchen auf jeden Fall einen Weiterbildungsraum. Café wäre nett, aber erstmal was für die... Erstmal was für die Weiterbildung zuerst, bitte. Das muss jetzt ja nicht so sonderlich groß sein, würde ich sagen. Wir machen das hier, dann können wir da den Eingang machen. Und dann lassen wir das, ja, das Rednerpult vielleicht einfach hier stehen. Die Leute hier werden nicht unbedingt gut sehen, aber das macht ja nichts. So, dann vier... Zur Not könnten wir hier dann, na gut, nicht fünf Leute reinstecken, das ist okay. Enzyklopädie, Bücher, Regal machen wir eins und natürlich auch zwei. Das sollte positiv für die Weiterbildung sein. Hier, erhöht Ausstattungslevel und vier. Also insgesamt um 6%, das ist super. Dann machen wir hier noch eine sowas rein, dann vielleicht noch einen Abfalleimer. Wir müssten auch noch dafür sorgen, dass die Leute irgendwo warten können. Oh, nee, ich wollte nicht den Desinfektionsspender, sondern den... So, und dann stellen wir halt hier nochmal einen Heizkörper rein. Kann ich den vielleicht irgendwo noch hier vielleicht unterbringen, ne? So. Das sollte eigentlich gehen. Wieso kann ich das nicht abschließen? Was fehlt mir hier denn noch? Wieso kann ich das nicht abschließen? Ja, wieso ist mein Zimmer noch nicht bereit? Warum ist mein Zimmer noch nicht bereit? Ich habe doch Lehrlings... Ja gut, vielleicht sollte ich die Lehrlingstische so machen, dass sie theoretisch zumindest zum Rednerpult gucken können. Zumindest ein Teil davon. Aber... Warum? Also... Wieso? So. Was fehlt hier? Ist es noch nicht groß genug? Muss ich das noch vergrößern hier irgendwie? Ah, okay. Verstehe. Ja, dann lassen wir einfach hier die Tür rein und stellen das Ding noch hier hin. Dann können wir hier sogar noch mal einen Stuhl, glaube ich, hin... Ja, das geht noch. Sehr schön. Ah, jetzt wird es schwieriger, aber es geht trotzdem noch auf. So. So, für unsere lieben Schülerchen haben wir jetzt was. Schließe drei Marketingkampagnen ab. Heile 12 Patienten mit Hundeelend.
Ja, dann würde ich jetzt tatsächlich noch ein letztes Zimmer, nämlich das für Hundeelend, bauen. Also die Hundehütte. Ich bin sehr gespannt, wie die aussieht. 4x4 brauchen wir. Wir gucken erstmal, wie groß das dann wird. Ach du Heilige, ist das riesig. Okay, das ist ja spannend, wie das aussieht. Ah ja. Ja, Hunde elend ahoi, ne? Da können wir aber noch ein kleines essen. Das Schöne ist, wir können hier ein paar Sachen reinstellen. So, wir können dann hier noch einen Abfalleimer reinstellen. Wir können es ein bisschen versuchen, hübsch zu machen. Die Gelegenheit haben wir auch nicht immer, ne? Machen wir hier eine Pflanze hin, wobei ich die vielleicht eher hier vorne in die Ecke packen würde. Ein Anatomie... Ich habe gehört, Hunde mögen Knochen. Dann stellen wir ihnen ein ganzes Anatomiemodell daher. So, und damit ihnen nicht langweilig wird, gibt es noch ein Kleintiergehege. Und dann würde ich sagen, einfach noch eine Uhr an die Wand. Das ist aber mehr für die... Das ist dann aber tatsächlich mehr für die Krankenpfleger. Außerdem ein paar fliegende Enten, weil... Warum nicht? Ich würde halt gerne auf Prestige gehen, auf Prestige 3. So. Eigentlich gar nicht so unschön, das Ding. Also auf jeden Fall haben wir jetzt ein schönes neues... Einen schönen neuen... Na, darf ich mir das einmal angucken? So ohne fliegenden Krankenpfleger im Bild. Ja, ist doch eigentlich ganz hübsch. Ich bin sehr gespannt, wie hier die Behandlung aussehen wird. Die Enten passen da sehr hübsch hin, muss ich sagen. Es wird bestimmt spannend werden. Hoppala. Gucken wir nochmal, dass überall die Temperatur... Oh, da haben wir die Temperatur vergessen hochzustellen. Dann machen wir das jetzt noch schnell. Und das nächste Mal sollten wir dann vielleicht Snackautomaten und all sowas aufstellen. Mal gucken, wo ich das noch hinquetschen kann, alles. Vielleicht hier hinten irgendwo an die Seite, da vielleicht. Oh Gott, es gibt ja halt einfach keinen Platz mehr für den Heizkörper. Warte mal, dann machen wir das anders. Machen wir die Heizung einfach hinter die Waage. So, und da hinten ist ein bisschen kühl. Dann machen wir da noch einen kleinen Heizkörper hier in die Mitte. Und schon haben wir es da hinten mollig warm. So, dann ist jedes Zimmer ausreichend gewärmt. Hier vorne könnten wir noch ein bisschen mehr. Vielleicht stellen wir einfach noch so ein paar von diesen Heizöfen auf. Ich glaube, das könnte nicht schaden. Die Leute sollen ja nicht krank werden und sich erkälten, während sie... das hier hin. Soll ja nicht krank werden, während sie auf ihren Termin warten. So, guck mal, dann geht das doch hier. Mache ich hier hinten noch. Und vielleicht hier in die Ecke nochmal. So, jetzt ist unser ganzes Krankenhaus erstmal warm. Und dann würde ich aber auch sagen, war es das schon mal mit der ersten Folge hier im Hotel Underlook. Ich bin sehr gespannt, wie das läuft. Ich stelle mir das ein bisschen schwieriger vor als ein normales Krankenhaus. Einfach, weil wir hier diese Aufgaben erfüllen und nicht wirklich so bezahlt werden wie sonst. Allerdings könnte ich mir genau da auch wieder das Spannende eben vorstellen, weil... Na, im Endeffekt, es ist mal was Neues. Es ist vielleicht mal ein bisschen spannender. Aber jetzt erstmal war es das für heute. Vielen, vielen Dank dafür, dass ihr dabei gewesen seid. Macht euch noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen. Und wir sehen dann nächstes Mal, wie es weitergeht und hoffentlich auch zum ersten Mal, wie ein Patient mit Hundeelend behandelt wird. Das Hotelziel ist ja Krankenpfleger weiterbilden, das kriegen wir auf jeden Fall hin, denke ich. Die 12 Patienten mit Hundeelend, mal gucken, ob wir dafür eine Marketingkampagne starten müssen, aber auf jeden Fall wäre es schön, wenn wir vorher Pfleger hätten, die sich darauf spezialisiert haben. Denn, jetzt ist die Heilungsrate wieder zurückgesetzt, okay. Das ist sehr gut, aber ich habe ein bisschen Angst. Ich habe ein bisschen Angst. Sterne, 60 Patienten insgesamt heilen, einen guten Ruf. Der Ruf muss sich deutlich verbessern. Aber ja, das kriegen wir irgendwie schon hin. Also, bis zum nächsten Mal, ihr Süßen. Macht euch einen flauschigen Tag und bye bye.